Yo, ihr seid wieder beim Mexican Donuts. Mein Name ist Torben und es geht wieder in die nächste Runde Forza Horizon 2. Heute mit einem Muscle Car Rennen, wieder Cross Country habe ich mir auch da ausgesucht, so ein kleines Video dazu. Finde ich eigentlich am attraktivsten an sich anzugucken, meiste Action und macht mir selbst beim Zocken auch am meisten Fun. Grund für das Video, es gibt seit einer Woche oder so, hatte ich auch am Ende des letzten Videos geschrieben, den Mexican Donuts Autoclub bei Forza Horizon 2. Und ich wollte mal ein bisschen auf aufmerksam machen. Jeder kann beitreten, egal wie gut oder schlecht, jeder ist willkommen. Alle Suns, alle Suns können beitreten. Wer beitritt, ist natürlich automatisch auch ein Sun. Im Autoclub kann man gegen mich und auch gegen alle anderen Mitglieder innerhalb des Clubs einmal antreten. Bisher bin nur ich alleine drin. Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn ein paar von euch, die das Game auch haben, dabei treten würden. Also können wir untereinander antreten. Im Prinzip wäre, ich glaube, das ist immer so pro Woche, wer in der Woche so die meisten EP innerhalb des Autoclubs verdient. Und was aber für mich jetzt noch das Wichtigere ist, wir können zusammen im Team die Weltspitze erreichen. Man muss da im Prinzip, hängt alles von EP ab, das heißt, man muss einfach EP sammeln und dann werden die EP, glaube ich, zusammengerechnet und dann gibt es dann so eine Club-Weltrangliste. Momentan befinde ich mich da auf dem 35.000. Platz, so um den Dreh. Und ich sag mal, wir sollten die Spitze da, können wir ja mal zusammen in Angriff nehmen. Unter die besten 1000 wäre mal so eine Marke, die man sich erstmal als Ziel setzen könnte. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet. Deshalb, keine Scheu, tretet einfach bei. Könnt ihr, wie gesagt, gegen mich zocken und zusammen mit mir im Team versuchen, weltranglistenmäßig irgendwas zu reißen. Insgesamt, wenn ihr mit mir Forza zocken wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Xbox Live eine Freundschaftsanfrage senden. Dann habt ihr mich ja im Prinzip da auch insgesamt als Drivatar, der da ein bisschen rumfährt, könnt ihr gegen mich in Blitzern etc., wenn ihr das Spiel habt, wisst ihr, wovon ich rede, antreten. Jo. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wie ihr beitreten könnt, ich zeige es jetzt am Ende des Videos gleich noch einmal. Gibt es im Prinzip, wenn ihr ins Menü geht, einfach einmal Start klicken. Wie nennt man das? So ein Slot-Dings extra für Autoclubs. Und da könnt ihr dann einfach auf Clubsuche klicken. Gebt ihr Mexican Donuts ein, dann findet ihr meinen Club sofort. Und wie gesagt, am besten einfach mal beitreten, keine Scheu. Ich freue mich echt über jeden, der dabei tritt. Bisher noch ganz alleine bin ich drin. Ich hoffe, wir können da vielleicht ein paar Leute noch mit ins Boot holen, sodass wir da weltranglistenmäßig echt ein bisschen steigen können. Und der Club hat auch Credit und EP, weiß nicht, Credit auf jeden Fall, creditmäßig Vorteile für euch, wenn ihr in irgendeinem Autoclub seid. Muss natürlich jetzt nicht im Mexican Donuts Club sein, aber trotzdem habt ihr insgesamt Vorteile. Deswegen sage ich jetzt, haut da rein, Jungs. Wir sehen uns bei Forza Horizon 2.